na 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 na. Hallo liebe Aue-Fans. Na, war das wieder ein Herztropfenspiel am Dienstag? Hoi, 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 hoi. Ich hab schon gedacht, wir verlieren das Ding wieder gegen die Gewürzgurken. Aber die Jungs haben sich ja dann noch zusammengerissen. Hoi, hoi, hoi. Und der Ballas hat sogar noch das Siegtor geschossen. Dieser Dresden-Trottel hat uns gerettet. Hoi, 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 das war ja wieder ganz große Klasse. Oh, und morgen sind wir ja wieder fällig gegen Greuther Fürth. Gegen die Jungs aus der Trolley-Arena, die leckeren Gummimänneln machen. Die sauren Glühwürmchen. Aus Trolley-Fabrik. Aus Greuther Fürth. Fürth ist ein kleiner Nebenstadtteil von Nürnberg. Ja, sozusagen das Zwickau von Nürnberg. Was für Aue Zwickau ist, ist für Nürnberg Fürth. So. Und die können sich ja auch nicht leiden, wie wir. Oh, oh, oh. Und vor allen Dingen, gegen Fürth haben wir ja in letzter Zeit öfters mal gewonnen. Das stimmt mich ja optimistisch für morgen. Ha, was sagen denn unsere Freunde dazu? Isabella, mein Schatz! Ha. Hallo, 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 Käsi, mein Schnuckelchen. Oi, oi, oi. Ich sag ja, wenn die weiter kämpfen und richtig ranklotzen morgen, dann gewinnt Aue mit 3-1 gegen Fürth. Oi, 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 du gehst aber hoch ran. Oh, das kann aber trotzdem passieren, wenn der Nazarov und der Hochscheid und die Jungs alle ordentlich treffen und der Krüger. Oi. Ach, Mensch, greif noch nicht gleich wieder so hoch, mein Guter. Mit dem dreckigen 1-2-0 wäre ich ja schon zufrieden, morgen. Aber was sagt mein kleiner Freund, der hier neben mir steht, der Pinguin? Hallo Freunde, ich bin direkt aus Nürnberg und aus Fürth zu euch gekommen. Ich wollte euch mal besuchen, weil es mir so gefällt, was ihr für schöne Sendung macht. Jo, ich bin der Nürnberger Pinguin aus Fürth. Jo, ich wohne in Fürth, bin aber Nürnberg-Fan. Und deswegen halte ich auch zum FC Erzgebirge Aue. Ja. Oh, danke schön, lieber Fan, lieber Freund. Oi, oi, oi. Das wird ja morgen bestimmt ein spannendes Spiel. Aber unser Kali hat gesagt, wenn wir morgen wieder gucken kommen, sollen wir einen Kasten Bier mitbringen. Oh, Käsebier. Ich bringe ein paar Flaschen Käsebier mit. Und was nimmst du mit? Ja, ich werde 6 Flaschen Wehrmachtsgrüner mitnehmen. Oh. Und ich nehme ein großes Bengel Cappuccino mit. Ich mache mal dann einen Cappuccino. Oh, habt ihr für mich etwa auch was zu trinken? Ich möchte so gern ein schönes Weißbier. Ein bayerisches Weißbier. Habt ihr sowas? Oh, muss ich mal überlegen. Oh, ich glaube, wir haben Weißbier da. Helles aber, kein dunkles. Das ist mir egal, ich trinke auch das Helle. Schmeckt bestimmt lecker. Ja, gut. Darf ich morgen bei euch mitgucken? Fußball? Ja, freilich kannst du bei uns mit Fußball gucken. Kommst du morgen gegen 18 Uhr zum Kali? Ich sag dir nachher, wo der wohnt. Der wohnt oben auf dem Eichert, im Berg hoch. Auf dem Eichert war ich schon mal, ja. Da kenne ich mich aus. Aha, na klar. Wir treffen uns morgen am Vogelbergbahn und laufen dann zusammen zum Kali. Okay. Oh, treffen wir uns am Vogelbergbahn. Da war ich schon mal essen, wo der noch auffuhr. Das war lecker dort. Gute Wirtsleid. Oh, ja, die kenne ich auch. Das sind ganz, ganz liebe Menschen. Also treffen wir uns dann dort und laufen die 500 Meter runter zum Kali. Ja, das machen wir. Alles klar, Freunde. Bis morgen, 18 Uhr, O'Clock. Ja. Da tun wir. Tschüss, Freunde. Tschüss, mein kleiner Pingu. Was wird? Ja, tschüss, bis morgen. Ja. Ja, und bis morgen wünsche ich uns eine gute Nacht. Tschüss. Na, 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 na.